Ja, nun wird es doch noch mal richtig eng für Hansa Rostock. Klassenerhalt oder Abstieg? Diese Frage entscheidet sich wirklich erst am letzten Spieltag in der dritten Liga. Denn auch heute gegen Cottbus hat Hansa einmal mehr die Chance verpasst, den Sack rechtzeitig zuzumachen. Es ist angerichtet. Schluss mit dem Schild und der Aufschrift DKB Arena. Drinnen wird schon mal der alte, neue, traditionsreiche Name Ostseestadion abgefeiert. 3 Punkte und eine anschließende Nicht-Abstiegsfeier, das hätte gepasst. Und Hansa, in einer zerfahrenen Partie in der ersten Hälfte mit der dicken Chance in der 13. Minute. Weidlich, der mögliche Klassenerhalt, landet am Pfosten. Cottbus-Keeper Kevin Müller noch am Ball. Und die Fans, die wollen den Dreier, wollen endlich ein Häkchen setzen unter diese Saisonmotto Schwamm drüber. Klassenerhalt. Kurz vor der Halbzeit noch ein Versuch. Aber kein Abschluss bei Safran. Ist es die Angst, die in den Schuhen steckt? Nach 2 verlorenen Spielen. Das Stadion ausverkauft. Die Fans am Verzweifeln. Aber es gibt ja noch die zweite Hälfte. Jetzt schlottern die Beine, nur keinen Elfmeter provozieren. Bitte nicht, keine Grätsche. Cottbus bleibt am Ball. Und dann das. Arschweht im Strafraum rustikal. Den kann man, aber den muss man nicht pfeifen. Bitter für die Gogge. Makarenko. Vollstreckt zur Führung für Cottbus nach 72 Minuten. Hansa-Trainer Baumann. So kurz vor der Ziellinie Richtung Ligaverbleib. Und jetzt schlingert die Gogge. 80. Minute. Strafraum-Tango im Cottbuser 16er. Keiner versucht, den Ball zu erreichen. Und dann die Szene der ehemaligen. Pickel! Ein Ex-Cottbusser kann für Hansa zum Helden werden, aber klasse Parade von Kevin Müller, der ist Ex-Hanseher. Carsten Baumann filiert das Spiel und ist genervt. Sie haben das Spiel auch gesehen. Dann müssten Sie auch gesehen haben, dass wir genügend Chancen hatten, heute dieses Spiel zu gewinnen. Dann müssten Sie gesehen haben, dass ein Elfmeter gegen uns gepfiffen wurde, der absolut keiner war. Und dann haben Sie wahrscheinlich auch gesehen, dass der Schiedsrichter, sage ich mal, in den meisten seiner Entscheidungen nicht korrekt gepfiffen hat. Ich glaube, wir hatten jedes Spiel Druck. Also wir mussten jedes Spiel so viele Punkte holen wie möglich, so gut verteidigen wie möglich, immer probieren, ein Tor zu schießen. Und ich glaube, dass die Mannschaft sogar sehr gut mit dem Druck umgehen kann. Und das werden wir dann am Wochenende zeigen. Hansa versucht es bis zum Schlusspfiff. Aber am Ende steht das. 0:1 verloren, 3 Niederlagen am Stück. Und in Dresden wartet ein ganz dicker Brocken. Ein Übungsleiter zur Vorbereitung auf das wichtigste Spiel der Saison. Das fragen Sie mich jetzt 10 Minuten nach dem Spiel, was wir geplant haben für die nächste Woche. Da können Sie mich in ein paar Tagen noch mal fragen. Unterschriften eines Drittligatorwarts oder eines zukünftigen Regionalliga-Vertreters. Der Abstiegskampf wird zum Nervenkrieg.